Wird die Rentenerhöhung 2024 wieder rückgängig gemacht? Forderung der CDU, CSU, der Jungen Union. Kritik an der Rentenerhöhung 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 19.03.2024 gab es ja die erlösende Nachricht vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Es gibt zum 01.07.2024 4,57% mehr Rente. Das ist vielleicht nicht die Rentenerhöhung, die wir uns alle erhofft haben, aber immerhin, es gibt ein bisschen mehr Geld, sozusagen ein bisschen mehr Geld, als auch die Inflation beträgt. Ja, wir haben ja die letzten 2 Jahre bitter erfahren müssen, 2022, 2023, was es bedeutet, einen realen Rentenverlust hinnehmen zu müssen, weil die Inflationsquote, das heißt also der Kaufkraftverlust, einfach extrem hoch war. Und jetzt kommt die junge Union und deren Vorsitzender, ein Johannes Winkel, ja, der hat Jura studiert. Der hat sein erstes Staatsexamen gemacht, auch sein zweites Examen gemacht und macht jetzt gerade seine Dissertation. Er schreibt also eine Doktorarbeit und der meckert also gleich wieder rum und sagt: Oh, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Die Rentenerhöhung ist viel zu hoch und ist eine unfaire Lastenverteilung. Es geht wieder alles zur Jugend und. Meine Damen und Herren, also fürchterlich. Rotiges Zeug, was dieser Typ da quatscht, ja, es tut mir leid, ich kann das alles nicht mehr hören. Meine Damen und Herren, 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben in Deutschland einen wichtigen Beitrag zum Aufbau dieses Landes geleistet. Und das ist, wenn Sie wollen, eine stockkonservative Ansicht, die ich hier vertrete, ja, einen wichtigen Beitrag geleistet zum Reichtum dieses Landes. Und jawohl, meine Damen und Herren, Sie haben einen Anspruch darauf, gute und auskömmliche Renten zu kriegen. Und wir wissen, dass 10 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland viel zu wenig Rente bekommen, Hungerrenten, Armutsrenten haben. Und da sollte mal der Herr Winkel rangehen. Und der sollte sich vielleicht auch mal die Frage stellen, warum viele von seinen Kumpels, die in dem Bundestag sitzen, hier 6% mehr Diätenerhöhung bekommen und natürlich dann auch Pensionsansprüche auch in gleicher Höhe steigen. Da meckert er nicht rum und da ist komischerweise auch für alle wieder viel Geld da. Meine Damen und Herren, er behauptet, die Politik betreibe eine atemberaubende Realitätsverweigerung bei der Finanzierung der Rente. Und ja, das ist halt so. Wir haben einen Rentenboom und so wird es auch, so soll es auch bleiben. Ja? Die Renten sollen steigen jedes Jahr. Wenn es nach mir geht, 5-6% jedes Jahr. Das haben sie sich nämlich alle verdient, denn wir haben auch höhere Lohnsteigerungen. Und das macht sich natürlich dann auch bei den Rentenerhöhungen bemerkbar. Das ist nun mal einfach so. Und selbstverständlich leiden die Rentnerinnen und Rentner nicht an Realitätsverweigerung, sondern es ist die Politik, die an Realitätsverweigerung leidet, denn die sind nämlich dafür verantwortlich, dass unser System letzten Endes ins Wanken gerät. Ja? Und es gerät ins Wanken, denn wir müssen nämlich viel mehr dafür tun, dass wir Beitragszahler ins System reinkriegen. Und das können wir nur wie folgt machen. Alle Menschen in Deutschland, die eine Erwerbstätigkeit ausüben, unter anderem auch dieser Herr Winkel, müssen in die Rentenkasse einzahlen. Ich verweise mal auf einen Antrag der AfD. Das ist mal ein richtig sinnvoller Antrag der AfD. Also ich finde ihn sehr sinnvoll aus rentenrechtlicher Sicht. Die haben nämlich beantragt, dass sämtliche Politikerinnen und Politiker des Bundestages in die Rentenkasse einzahlen sollen. Das ist doch mal eine feine Sache, oder? Da möchte ich doch bitte mal Herrn Winkel wissen, da möchte ich doch mal von Herrn Johannes Winkel mal hören, was er dazu zu sagen hat, statt auf unseren 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern rumzutreschen, sollte er vielleicht doch mal Vorschläge machen, wie man das Rentenversicherungssystem in Deutschland einfach verbessern kann, einfach zukunftssicher aufstellen kann. Ideen gibt es ganz viele, aber wir werden sehen, aktuelle Politik ist nicht in der Lage, das Problem in den Griff zu kriegen. Ich habe nur gehört, dass wohl nach Ostern das Rentenreformpaket Nummer 3, ja, der Ampelregierung in Angriff genommen werden soll, nämlich die Rentenversicherungspflicht für alle Selbstständigen in Deutschland. Das ist doch mal auch eine feine Sache, dass wir alle Selbstständigen da ins Boot mit reinholen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel.